Was wollen Sie? Sollen wir sie weiterspielen lassen oder sie sollen uns durchs Haus führen? Führt mich durchs Haus. Sarah, Tommy, richtig? Eure Mutter meinte, ihr könnt mich einmal durchs Haus führen. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugendes. Das ist alles. Ein bisschen Überzeugung, das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja. Was möchtet ihr? Wir wollen $1 Trillion. Oder die Zuckerstange. Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt. Ja, oder die. Ja, die Kinder jetzt einfach gleich stimmlagig machen. Wie? Da ist eine riesige Zuckerstange. Da ist eine riesige Zuckerstange. In dem Regalfach, an das wir nicht rankommen. Die liegt in der Küche. Mom hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeit erledigt haben. Holen Sie sie für uns und wir machen mit ihnen eine Tour durchs Haus. Wie sieht's aus? Klar, ich hol sie. Meine Mutter hat die Süßigkeiten auch immer so versteckt. Na gut, ich hol sie euch. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie sie uns. Alter. Nicht. Danke, wäre auch zu viel verlangt oder sowas. Frag nur. Da ist die Zuckerstange. Okay. Scheinbar komme ich nicht ran. Machen wir erstmal Licht an. Kann ich den Stuhl benutzen? Nö. Den Hocker? Oh, okay. Easy peasy. Oh, jetzt gehen wir da hoch. Zuckerstange erhalten. Üble Kalorienbombe. Oh, jetzt geben wir den zweimal ihre Zuckerstange. Okay, ich habe, was ihr wollt. Die gute alte Zuckerstange. Entschuldigung. Okay, ich habe, was ihr wollt. Die gute alte Zuckerstange. Und wenn ihr mich jetzt augenblicklich rumführt. Und wenn ihr mich jetzt augenblicklich rumführt, werde ich auch nicht darauf niesen. Okay, wir machen ja schon. Okay, wo fangen wir denn an? Ich weiß! Da ist dieser seltsame Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Was meint ihr mit seltsamer Raum? Wir werden schon sehen. Er ist gruselig. Wir brauchen aber einen Schlüssel. Der alte Mann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Okay. Küche ist da. Da war ein Bad. Ich schätze mal, Treppe runter wird Keller sein. Dann muss hier Arbeitsraum sein. Was ist der Bücherraum? Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicken Buch. Da oben im Regal. In dem dicksten Buch. Das oben im Regal liegt. Oh mein Gott. Sorry. Richtig lesen und stimmen ist schwierig. Nur ein Haufen Bücher hier drin. Da steht eh nichts drin, was ich nicht schon weiß. Oh, kleiner Angeber, hä? Tommy hat immer mit Büchern nach mir geworfen. Und nannte das eine Bücherschlacht. Bis ich eines Tages mal eins zurückgeworfen habe. Da brauchte er dann ein Pflaster.
Man kennt es, Geschwister. Schön. Okay, kann ich nichts machen? Oh. Jetzt wäre ich fast in Farbe getreten. Also Künstler, Johnny scheint auch zu zeichnen, oder vielleicht ist es auch die Pflegerin, die zeichnet. Okay. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Eine Passage lesen, warum nicht? Und die Farben, die diesen edlen Stoff... Und die Farben dieses edlen Stoffes, etwas Schöneres habe ich noch nie zuvor gesehen. Sie alle versuchten, ihre Enttäuschung zu überspielen, da sie keinerlei Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Junge aus dem Volk, der nur sah... Ein Junge aus dem Volk, der nur sah, was seine Augen ihm zeigten, ging nah an die Kutsche heran. Aber er hat doch gar nichts an, sagte der Junge. Rede keinen Unsinn, ermahnte sein Vater ihn. Entschuldigung, ich will es gerade ein bisschen leserlich gestalten. Aber die Umstehenden hatten den Jungen gehört und die Nachricht machte rasch die Runde. Was ist hier? Okay, hier ist gar nichts. Das Pilgerhandbuch der Origami-Kunst, Band 1. Wie vermeide ich schwere Verletzungen? Passage lesen. Das Pilgerhandbuch der Origami-Kunst hat bereits der große Wikipedia-Origami als Standardwerk gesammelt. Wissen über die Kunst des Papierfaltens verdrängt, obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder zumindest recht ungenau sind, so bietet es gegenüber dem alten pedantischen Werk doch zwei Vorteile. Erstens ist es selbst aus Papier und zweitens enthält es zahlreiche Pflaster, um die unumgänglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buches zuzieht, zu verarzten. Schön. Nein, nicht weiterlesen. Das Kleid. Die Geschichte eines Mädchens, das sich in einen Zombie verliebt, der im sanften Sonnenlicht den Duft von Veilchen verströmt. Das Spiel wurde 2012, kam das raus. Wir wissen noch genau, welcher Film damit gemeint ist oder welches. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Passage lesen. Vielleicht ein anderes Mal. Zimmerschlüssel erhalten. Er hat sich ein Versteck klug gewählt. So, jetzt können wir in den Keller, Kindus. Ah, habt ihr gehört? Ich frag mich, ob Johnny diese Bücher tatsächlich alle gelesen hat. Das ist eine gute Frage. Meine Schwester und ich haben Bücherkrieg geführt, bis einer von uns Pflaster brauchte. Mom sagt immer, wir sollen das lassen, aber wir machen es trotzdem. Das finde ich gut. Bis einer von uns Pflaster brauchte. Wir können jetzt in den seltsamen Raum im Keller aufschließen. Let's go, runter dann. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie lieber das Licht an, damit Sie nicht stolpern. Klar werden wir das machen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal um. Was ist das hier? Eine Truhe ist verschlossen. Okay. Hier können wir nichts angucken. Bücher können wir auch nicht angucken.
Eine Truhe ist verschlossen. Okay. Die Truhe, ja, nevermind, ihr wisst, was ich meine. Kartons gefüllt mit farbigem Papier. Origami und farbiges Papier, okay. Die Vitrine ist voll unbenutztes Porzellan. Voller unbenutztem Porzellan. Der Schrank ist voll verstaubter Bücher. Ist mit voll verstaubten Büchern. Ach. Okay. Haben uns die Kiddies noch was zu sagen? Einmal, als wir unten waren, ist Tommy die Treppe runtergefallen. Er hat sich den Zahn abgebrochen. Aber er ist ja eh sowieso. Aber er ist ja sowieso hässlich. Okay. Okay, gar nicht garstig. Hier haben wir einmal coole Sachen gefunden. Hier haben wir mal lauter coole Sachen. Hier haben wir immer lauter coole Sachen gefunden. Muffige Bücher, muffige Eimer. Muffigen Käse. Alles Mögliche. Okay. Finde ich gut. Ein staubiger Stapel alter Animorpha-Bücher. Animorphs-Bücher. Okay. Jetzt können wir die Tür aufschließen. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür wurde mit dem Zimmerschlüssel geöffnet. Wollen wir da reingehen? Ja, lass reingehen. Oh. Das ist ja wie in einer Höhle hier. Das ist ja wie in einer Höhle hier. Erstmal Licht anmachen. Oh. Creepy? Ein Hase aus Papier gefaltet. Ein Plüschschnabeltier. Sieht niedlich genug aus, um Nail damit zu nerven. Könnte nützlich sein. Anstupsen. Es hat sich hingelegt. Wir nehmen es mal mit. Plüschschnabeltier erhalten. Okay, gehen wir mal hier raus. Haben Sie es gesehen? Also man kann es fast gar nicht übersehen. Was wisst ihr zwei über diese ganzen Hasen? Nichts. Der alte Mann wollte nicht, dass jeder reingeht, also haben wir es ihm nie gesagt. Es gibt sogar noch mehr davon. Wo? Im verlassenen Leuchtturm. Der ist direkt an der Klippe. Wollen wir hingehen? Ich habe die Schlüssel. Dahin? Dahin solltet ihr natürlich auch nicht gehen, oder? Hihi. Erinnert mich daran, euch zwei niemals in Nails Wohnung mitzunehmen. Also, wollen wir zum Leuchtturm? Es ist ganz schön kalt draußen, aber... Wir gehen zum Leuchtturm. Aber na gut, vielleicht erfahre ich dort mehr über diese Hasen. Lasst uns den alten Leuchtturm ansehen. Und let's go. Unser nächstes Missionsziel ist dann auch schon gepackt. Würde ich sagen. Kommen wir hier zum Leuchtturm? Der ist ja hinterm Haus. Das ist der. Wir müssen Richtung Straße und dann auf den anderen Weg, um dort hinzukommen. Tja, mein Fallschirm habe ich leider vergessen. Okay, also wir müssen nochmal runter zur Straße, wo wir herkamen.
Also, dann gehen wir hier runter. Er ist hier! Wer? Mein ultra cooler Strandball. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. So, so. Er ist eh sowas von doof. Oh, ich werde ihn nie mehr verlieren. Ich verstecke ihn. Guckt weg. Wir müssen uns eigentlich... Okay. Okay, fertig. Okay, lasst uns jetzt sofort zum Leuchtturm gehen. Es qualmt. Es qualmt. Welcher Blödmann hat das Auto geschrottet? Ich nicht. Es ist ziemlich dunkel draußen. Habt ihr denn keine Angst? Natürlich nicht. Wir vertreiben sie mit Rollenspielen. Was? Tommy ist ein super starker Ritter und ich bin eine mächtige Magierin. Ja, wir vernichten das Böse. Oh, kommen wir jetzt zum RPG-Aspekt. Oh, das ist toll. Spielen Sie auch Rollenspiele? Nein. Sie ist nicht cool genug dafür. Hey, ich könnte, wenn ich wollte. Seht nur zu. Okay, was kommt jetzt? Oh, ein Eichhörnchen. Es schläft süß. Oh nein, es ist ein schreckliches Eichhörnchen, Mann. Oh mein Gott. Wie gut. Kampfmusik, Dramatik. Keine Angst, Kinder, ich werde euch beschützen. Was will die alle jetzt? Finde ich sehr gut. Okay, Eichhörnchen, Angriff, Supertritt. Vulkanischer Sprungtritt, so Wirbelwinter, Watsche und Armageddonfaust. Okay, wir nehmen Schuhe. Lautstärke des Kampfschrei. Episch! Deine Zeit ist abgelaufen, Hörnchenmon! Ja! Aufhören! Aufhören! Oder wir sagen machen, dass sie Tiere quälen. Da! Hier wird die Polizei rufen. Oh mein Gott. Was denn? Ich hab doch nur... Ich wollte nicht wirklich... Habt ihr nicht gesagt, ihr mögt Rollenspiele? Das ist Eichhörnchen rennt weg. Sie sollten sich schämen. Lasst ihn uns Teddy nennen. Okay. Lasst uns das einfach vergessen. Ja. Wahrscheinlich Kinder. Da will man einmal cool sein und dann, ja. Nervige Plagen. Mann. War cool gerade mit dieser Kampfmusik und so. Kannst du mal am Leuchtturm? Was ist wohl mit den ganzen Origami-Figuren? Ich schätze mal, das sind Origami-Figuren oder halt gefaltete Hasen. Zählt ein Hase auch als Origami-Figur? Weil ein Flugzeug zählt ja jetzt nicht wirklich als Origami-Figur oder ein Schiff oder sowas. Deswegen, oder? Zählt das auch alles zu Origami? Ich weiß es nicht. Deswegen, was das mit denen auf sich hat, das würde ich halt noch gerne erfahren. In Gedenken an River E. Wales. River E. Wales. River? River E. Wales? War das Johnnys Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchtturm ist gleich da vorne. So, jetzt sind wir im Leuchtturm angekommen.
Wir gehen automatisch hoch, okay. Oh Gott. Da sind sie. Das hat wohl seit Jahren niemand mehr eingeschaltet. Das Leuchtturmlicht. Ein mehrfarbiger Papierhase. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche da waren. Oh ja, Johnny muss noch mal hier gewesen sein, bevor er wieder krank wurde. Hier ist wirklich nur ein einziger mit zwei Farben, oder? So wie sie aussehen, müssen diese Dinger ziemlich schwierig zu falten sein. Ein seltsames Hobby, obwohl. Oh, mein Handy. Es ist Wade. Ist alles vorbereitet? Gut, ich bin gleich da. Warum haben Sie so einen gruseligen Klingelton? Damit es die Monster mit der Angst zu kriegen bekommen. Wir gehen lieber zurück nach Hause oder zum Haus. Sorry, ich improvisiere ein bisschen beim Lesen. Papierhase erhalten. Okay, müssen wir jetzt wieder zurücklaufen? Ich glaube nicht. Oh, okay, wir sind gleich im Haus. Ah, okay, die Kinder warten vor der Tür. Anständig. Sag mal, warum kommst du nicht? Noch ein bisschen später. Sag mal, warum kommst du nicht? Noch ein bisschen später ist ja... Ah, sorry, ich muss das... Manchmal, ich muss erst den ganzen Satz lesen, bevor ich probiere vorzulesen. Sag mal, warum kommst du nicht noch später? Es ist nicht so, als ob unser Kunde wegsterben könnte oder so. Ich musste noch was erledigen. Ich muss auch was erledigen, unseren Job. Jetzt komm mal von deinem hohen Ross, ich bin einmal zu spät und du ziehst dich gleich daran hoch. Sag mir wenigstens, dass wir starten können, dass wir startklar sind. Natürlich sind wir das. Ich verstehe mein Handwerk. Der ist komplett unsympathisch, ohne Spaß. Dein Helm ist auf der Couch. Hopp, hopp. Okay. Initiieren. Bereit oder nicht? Wir starten durch. Okay, was machen die jetzt? Oh, der Patient hat auch so einen Helm.